Hallo und herzlich willkommen zurück bei No Brain No Gain, dem YouTube-Quiz für zwischendurch statt nur dabei. Hier gibt's wie immer neue interessante Fakten verpackt mit etwas Humor, ob man den jetzt lustig findet oder nicht. Diese Folge beschäftigen wir uns mit den Celebrities, die man kennt, aber nicht unbedingt kennen muss, geschweige manchmal kennen will. Wir haben da einiges für euch rausgesucht und wünschen euch viel Spaß. In diesem Sinne legen wir los. Erste Frage. Welcher Schauspieler verdiente 2016 das meiste Geld pro Jahr? A. Sylvester Stallone, B. Ben Affleck, C. Dwayne The Rock Johnson oder D. Johnny Depp? Das meiste Geld verdiente 2016 Dwayne The Rock Johnson mit einer unglaublichen Summe von 64,5 Millionen US-Dollar. Bekannt wurde er als Wrestler, später als Schauspieler mit Filmen aus der Fast and Furious-Reihe sowie San Andreas, Hercules und demnächst auch Jumanji, wo er definitiv Menschen anregen wird, ins Kino zu gehen. Platz 2 belegte Jackie Chan mit 61 Millionen US-Dollar. Wie auch immer, von Jackie Chan höre ich seit Ewigkeiten nichts mehr. Matt Damon belegte Platz 3 mit 55 Millionen Dollar. Auf Platz 5 kam Johnny Depp mit einer kleinen Summe in Anführungszeichen von 48 Millionen US-Dollar. Und er wurde gefolgt auf Platz 6 von Ben Affleck mit 43 Millionen US-Dollar. Ja, dann können wir eigentlich auch Schluss machen. Ich mache eine Schauspielerausbildung und starte durch, eventuell. Haha, wer es glaubt. Also machen wir weiter mit Frage 2. Mit welchem Film bzw. welcher Fernsehserie wurde Robin Williams bekannt? War das Rocketman, Morg vom Ork, Mrs. Doubtfire oder Jumanji? Ich denke mal, einige von euch würden annehmen, dass es der erste Film Mrs. Doubtfire war, der Williams zum Star machte. Richtig ist jedoch B, Morg vom Ork. Williams erhielt 1979 dafür den Golden Globe Award. Und die Serie bekam zweimal in demselben Jahr den People's Choice Award. Also ich persönlich habe davon noch nie was gehört, geschweige denn gesehen. Wobei ich als Ausrede nehmen kann, dass die Serie von 1978 bis 82 lief. Allerdings würde ich sie mir wahrscheinlich heute auch nicht mehr angucken. An dieser Stelle muss man aber auch sagen, die Frage ist vermutlich für jeden, der es nicht erst kürzlich gelesen hat, nicht lösbar, außer vielleicht mit Glück und Raten. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wenn man Crazy Tone mit ihrem Lied Butterfly erwähnt, haben die meisten mit Sicherheit direkt den Song im Kopf, auch wenn dieser schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Leider waren die darauffolgenden Lieder der Band weniger erfolgreich. Der Sänger Shifty Shellshock, den bürgerlichen Namen brauche ich jetzt nicht erwähnen, den kennt sowieso keiner, ich auch nicht, hatte damals schon Probleme mit Drogen. In welcher Fernsehserie fand man ihn diesbezüglich wieder? A. Back on the Road, B. Drug Management, C. Being Famous Sucks oder D. Celebrity Rehab? Die richtige Antwort hier lautet D. Celebrity Rehab. Die anderen sind eventuell gar keine Serien, da ich sie mir ausgedacht habe. Shifty war direkt in Staffel 1 dabei und zwar durch Kokain und Crackmissbrauch. Ebenfalls fand man hier bekannte Namen wieder, wie zum Beispiel Brigitte Nielsen, Mike Starr, ein Gründungsmitglied von Alice in Chains, Michael Lohan, der Vater von Lindsay Lohan, Sean Stewart, der Sohn von Rod Stewart, dem Musiker, und auch den ehemaligen Guns N' Roses Drummer Steven Adler. In der ersten Frage ging es ja auch um Dwayne The Rock Johnson. Jetzt beschäftigen wir uns mit seinem Kollegen. Wer ist John Cena? Ist es ein Wrestler, ein Schauspieler, ein Model oder ein Politiker? Ja, wie es glaube ich jeder wusste, John Cena ist natürlich ein weltbekannter Wrestler, welcher in der WWE mehrere Titel abgeräumt hat. Unter anderem war er dreimaliger World Heavyweight Champion, 13-mal WWE Champion, 5-mal United States Champion und die Liste könnte man noch ewig fortsetzen. Dass John Cena nebenbei auch als Schauspieler tätig ist, kann man sich eventuell denken, da es gerade für jemanden wie ihn, halb Mensch, halb Muskel, leicht ist, diverse Filme zu ergattern. Er spielte zum Beispiel in den Filmen 12 Runden, The Reunion oder auch Daddy's Home mit. Und die nächste Frage lautet, mit welchen Erlebnissen hatte der Sänger von Linkin Park, Chester Bennington, zu kämpfen? A. Sexueller Missbrauch, B. Alkoholabhängigkeit, C.
C. Drogenmissbrauch oder D. Burnout. Bennington erlebt im Kindesalter zwischen 7 und 13 Jahren sexuellen Missbrauch, welchen er erst viel später jemand anvertraute, da er sich einfach nur schämte, als homosexuell dargestellt zu werden. Ebenfalls ist B und C richtig. Dabei gibt es vermutlich einen sehr großen Zusammenhang mit seiner Kindheit. Er nahm zum Beispiel Drogen wie LSD, Opiate, Benzodiazepine, Kokain oder auch Crystal Meth. Bennington begann am 20. Juli 2017 Suizid, welcher vermutlich eine Verbindung zu seinen frühzeitlichen Erlebnissen hat. Aber jetzt mal wieder zu einer erfreulichen Frage, leider nicht für uns. Denn die Frage lautet, welches britische Model verdient derzeit am meisten? Ist das Kate Moss, Keira Knightley, Emma Watson oder Cara Delevingne? Oder Duffy Thomas? Das derzeit bestbezahlte Model aus England ist Cara Delevingne. Vielleicht kennen einige von euch sie aus dem Film Suicide Squad oder andere wiederum von irgendwelchen Modelmagazinen. Was Cara ausmacht, sind definitiv ihre Augenbrauen sowie ihre markanten Gesichtszüge. Und derzeit ihre nicht mehr vorhandene Mähne. Sie hat sich nämlich vor kurzem für einen Film eine Glatze rasiert. Na okay, dann doch lieber ein paar Kilo zulegen oder abnehmen, als gleich so einen drastischen Schritt zu gehen. Jetzt hat sie jedoch wieder ein paar Haare, was ihr aber auch so nebenbei den Ruf des weiblichen Justin Bieber eingebracht hat. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das stört einen weniger, wenn man in einem Jahr 9 Millionen Dollar verdient. Was man vielleicht noch nicht weiß, wer von euch GTA 5 gespielt hat, hat ihre Stimme mehr als nur einmal gehört. Denn sie ist die Stimme hinter dem Radiosender Nonstop Pop FM. Wer jetzt noch überlebt, das war die mit dem britischen Akzent auf dem Sender, auf dem unter anderem auch Rihanna oder die Pet Shop Boys liefen. Jetzt zu einem meiner Lieblingssänger, der es wirklich drauf hat. Über welchen Sänger handelte der Film 8 Mile? War das Eminem, Stevie Wonder, Dr. Dre oder war das Tupac Shakur? Richtiges A, Eminem. Der Film basiert, zumindest laut Eminem, auf seiner Geschichte zum Aufstieg zum Rapper. Der Film aus dem Jahre 2002 wurde auch ziemlich bekannt, so konnte er den Oscar 2003 mit dem besten Lied für sich beanspruchen. Und den Song Lose Yourself hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört. Übrigens lief dieses Lied auch als Intro-Song bei Lenzen und Partner, wer das noch kennt, die abgefuckte Sendung, in dem irgendwelche Privatdetektive irgendeinen Scheiß gemacht haben. Falls ihr den Film nicht kennen solltet, was ich jetzt mal ganz stark in Frage stelle, schaut ihn euch einfach mal an. Ist ein guter Film mit lustigen Szenen. Oder, wenn ihr den Film nicht kennt, aber Scary Movie schon mal geguckt habt, da gibt es eine Rapper-Szene und genau daher kommt die Szene. Und die letzte Frage, auch wieder was Erfreuliches, je nachdem wie man das sieht. Wie viele Kinder adoptierte Angelina Jolie? Waren das 2, 3, 6 oder 9? Jolie adoptierte 3 Kinder und hat 3 weitere zusammen mit Brad Pitt. Wie man ja weiß, haben Stars ziemlich ausgefallene Namen für ihre Kinder und jetzt werde ich euch mal die 3 nennen von den Adoptierten. Die adoptierten Kinder heißen Maddox Cheven, Sahara Marley und Tex Tien. Mit solchen berühmten Eltern ist natürlich auch schon abzusehen, wohin die Reise gehen wird für die 3. Wenn sie nämlich nicht Schauspieler werden, dann macht zumindest einer Musik, die nötigen Mittel dafür besitzen die alle mal. Und falls ihr schon immer Fan von Lara Croft gewesen seid, dann muss ich euch leider sagen, dass die Chancen schlecht stehen, dass sie gerade euch adoptiert, da 2008 das letzte Kind von ihr das Licht der Welt erblickte und die Familie dann mit 6 Kindern den Anschein macht, ausgewachsen zu sein. Aber, wie bekannt, die Hoffnung stirbt zuletzt. So Leute, wir sind am heute... Und damit sind wir auch schon am Ende für die heutige Folge. Sowohl mit den Fragen als auch mit den Nerven. Wir hatten Spaß und natürlich hoffen wir, ihr auch ein wenig. Wenn ihr wollt, wir hören uns bei unserem nächsten Video wieder. Und wenn nicht, lasst uns doch einfach einen Kommentar da, was wir verbessern können, an was wir arbeiten können und so weiter und so weiter. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, vergesst das Abonnieren nicht. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like rausschmeißt. Bis dahin, huevos rancheros. Adios, amigos.